Ja, wir machen das diesmal etwas anders. Diesmal bin ich der Interviewer und frage, wie sind Sie mit dem diesjährigen Uranium Film Festival in Berlin in der Kulturbrauerei zufrieden? Wir sind wieder gewachsen, unheimlich gewachsen. Wir haben jetzt dreimal ausverkaufte Vorstellungen gehabt. Also ich kann nur sagen, dieses Jahr war es spitze. Das freut mich sehr. Welcher Film hat Sie am meisten beeindruckt? Nun, ich kenne die Filme selbst, ich habe sie ja mit ausgewählt. Darum, trotzdem kann ich ja fragen. Der Film, der mich wirklich am meisten beeindruckt hat, das ist der Film von Larbi Benchia, ein Franzose, der in Algerien geboren ist. Und er zeigt einfach die schrecklichen Folgen der Atombombenversuche im Mururoa-Atoll. Liebesgrüße aus Mururoa. Wird es im nächsten Jahr wieder ein Uranium-Filmfestival hier geben? Ich denke ganz sicher. Ich würde mich geehrt fühlen, wenn ich wieder als Schirmer dabei sein würde oder dabei sein könnte und biete auch wieder jede Unterstützung an, die Sie von mir bekommen können. Also, das kann ich nur unterstützen. Für uns ist es gleichfalls wirklich eine große Ehre, dass Sie schon seit Jahren unser Festival mit unterstützen. Dann hoffen wir mal, dass wir gemeinsam weiter wachsen, denn der Kampf für eine Welt ohne Atomwaffen und ohne Atomkraft, der lohnt sich. Und wir haben noch einen langen Weg vor uns, aber dieses Festival ist ein Beitrag dazu und deswegen bin ich auch gern dabei. Der Weg ist lang und wir bohren dicke Bretter. Und man muss auch sagen, es wird wahrscheinlich noch Hunderttausende von Jahren dauern, bis wir den ganzen Atommüll los sein werden. Das heißt, das Festival wird es noch lange, lange geben. Wie sieht es mit Atomwaffen aus, wenn ich auch mal eine Frage stellen darf? Haben Sie da noch Hoffnung, zu Lebzeiten vielleicht, dass da noch. Das kommt jetzt sehr stark darauf an, was die Frage, es war die Frage nach Atomwaffen, wie es jetzt weitergeht mit dem Iran. Weil das ist ja das erste Mal ein Abkommen gewesen, wo ein Land freiwillig auf Atomwaffen verzichtet hat. Und wenn dieses Abkommen zertrümmert wird, dann sieht es sehr schlecht aus. Wenn man weiter darauf aufbauen kann, wäre es ein Weg, den man gehen kann. Also die Zeiten sind im Augenblick sehr sensibel und es entscheiden sich Wege, wohin die Welt geht. Und ich hoffe, dass der Weg zur friedlichen Welt geht. Und sozusagen die Verleihung des Friedensnobelpreises hat ja gezeigt, dass es eine breite Übereinstimmung gibt, dass der Weg zu einer atomwaffenfreien Welt eigentlich der richtige ist. Das müssen wir jetzt nur noch einigen Herrschern in dieser Welt klar machen. Und das geht aber nur über eine Bewegung von unten, eine klassische Graswurzelbewegung. Die Mehrheit der Menschen weltweit, die absolute Mehrheit der ganzen Staaten weltweit sind gegen die Nutzung der Atomkraft im Krieg, sind gegen Atombomben. Ich denke, irgendwann wird sich die Mehrheit doch durchsetzen können. Das hoffe ich auch.